Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du mal eingeschaltet hast. Heute geht es mal um ein neues Format. Ich möchte mich kurz halten. Es geht darum, dass wie ihr wisst, wir lieben Bücher über alles und wir haben eine riesengroße, lange Wunschliste. So, warum bewege ich meine Hände? Und heute geht es um einen neues Video zum Thema Bücher, die ich nicht kenne, aber geschenkt bekomme. Falls du ganz gerne wissen willst, welche Bücher es sich diesmal handeln, bleib doch einfach dran und ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. So, zum Thema ein neues YouTube-Video, neues YouTube-Idee-Video, ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Wir haben ein paar Ideen gehabt, wie wir so ein bisschen spannendere Videos drehen. Und zwar hatten wir so, das erste Video war mit meiner Mutter ein Rebuy-Video zu drehen, in dem sie Bücher kauft, in dem wir nicht wissen, dass welche Bücher in diesem Karton sind. Wir haben es meiner Mutter vorgeschlagen und sie war ein bisschen skeptisch. Sie hat gedacht, sie hat keine Ahnung, welche Bücher wir haben möchten. Und natürlich haben wir darauf hingewiesen, es gibt eine riesengroße lange Wunschliste, 27 Seiten lang oder 15 Seiten lang ungefähr. Und da konnte sie so ein bisschen Hilfestellung nehmen. Und dann war das Thema gegessen. Und jetzt hat sie mir gestern Abend überraschenderweise Bücher geschenkt, die ich nicht kenne. Und die auch nicht auf meiner Wunschliste standen und die möchte ich euch jetzt heute mal vorstellen. Und ja, diese Bücher hat sie geschenkt bekommen von ihrem namenslosen Autor, der in meiner Umgebung kommt, der herkommt und auch Bücher rezensiert und dafür 50 Euro kassiert. Deswegen sind das alles Bücher, die Leseexemplare sind. Das sind alles von ihm. Ich bin bei ihm sehr skeptisch mit den Büchern, aber vielleicht lese ich die oder verlose die, ich weiß es noch nicht. Aber ich zeige euch jetzt einmal die Bücher. Es sind diesmal 5 Bücher und wir nehmen jetzt das erste, das sieht man schon, das erste Buch in der Hand und das Buch ist von Diogenes Verlag, ein Leseexemplar, wie ich das eben schon betitelt habe, Tracy Barone, Thanksgiving. Ja, ich kenne das Buch nicht, ich weiß auch nicht, worum es in diesem Buch geht, das stand auch nicht auf meiner Wunschliste. Das sind auf jeden Fall Romane, die nicht dermaßen gehypt sind und es sind auch Romane, die, wie ihr wahrscheinlich wisst, aber die Bücher sind geil, oder? Diogenes hat immer weiße Bücher. Das macht so den Bücherschrank ein bisschen attraktiver. Dennoch sind das höhere Literatur, ich nenne das höhere Belletristik. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also keine Schundromane in dem Sinne. Ich kenne das Buch nicht. Geht wahrscheinlich um Thanksgiving. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext. Der Radiologe Solomon Matzner und seine italienische Frau freuen sich auf ihr Kind. Da erleidet sie eine Fehlgeburt, die sie so verstört zurücklässt, dass Sol sich nicht anders zu helfen weiß, als hinter ihrem Rücken schnellstens ein Ersatzkind zu adoptieren. Cherry, ein rebellisches Mädchen, das auch später als Frau nicht ansatzweise dazu bereit ist, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Ein Buch über die Familie, an der man sich Zähne ausbeißt und ohne die man trotzdem nicht sein kann. Hinten steht natürlich auch noch von einem Kommentar von John Irving. Ich frage mich gerade, ob ich von dem Autor auch mal was gehört habe. Ehrlich gesagt glaube ich jetzt nicht. Ich werde euch auf jeden Fall hier irgendwo gleich nochmal gucken, ob man das bei Rebuy oder bei Medimops kaufen kann. Dann gebe ich euch den Preis. Aber Diogenes Bücher sind auch schon geil. Ich meine, ich habe schon welche von Diogenes. Ich meine, ich habe auch eins von dem Verlag gelesen. Es ist halt nicht Fantasy oder Liebesromane. Also ihr habt schon, also doch, Liebesromane.
ist es eine höhere, ich nenne das höhere Literatur, weil das sind Romane, die nicht immer, die nicht hundertprozentig einfach sind, die sehr sprachlich sehr, sehr gut geschrieben sind und nicht so wie die normalen Jugendbücher, ne, die, wo jeder Autor, ich habe wirklich einen Hass Autoren, da muss ich ganz klar sagen, aber bei dem, ich glaube von den Autoren habe ich bislang auch noch nichts, also glaube ich nicht gehört, aber das klingt schon sehr interessant. Das zweite Diogenes-Buch ist von Daniela Creel, Die Liebe im Ernstfall. Ist auch wieder ein Leseexemplar. Kann man das sehen? Ich weiß es gar nicht. Wenn man das sehen kann. Ja, wie immer weiß. Und ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Fünf Frauen versuchen das Unmögliche, lieben, stark sein und sich treu bleiben. Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil das Schicksal ihre Lebenslinien überkreuzte. Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer und wo vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang. Der Zwang zu wählen, fünf Frauen, die das Leben aus dem Vollen schöpfen, fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht. Das erinnert mich so ein bisschen an den Dienstagsfrauen-Roman. Es gibt, ich weiß nicht, wie nennt man das, Serie, Film, wie auch immer, Dienstagsfrauen. Da geht es auch um fünf Frauen, die älter geworden sind, erwachsener geworden sind, reifer geworden sind. Und die eine hat erfahren, dass die Freundin eine Affäre mit ihrem Mann hatte und ähnliches. Und gemeinsam gehen sie wandern. Und das ähnelt so ein bisschen. Ich finde, die Romane sind sehr gut. Aber richtig, was ich auch wichtig finde, ist, wenn ein Buch schön aussieht, nicht nur das Buchcover, dass auch die Schrift so attraktiv ist. Denn die meisten Bücher haben ein gutes Aussehen. Innen drin ist natürlich die Geschichte vielleicht auch ein bisschen schlecht. Oder die Schrift an sich, die Schrift in der Geschichte ist so klein gehalten, dass man da schon gar keine Lust hat, dieses Buch zu lesen. Also irgendwie, ihr wisst schon, ich blätter jetzt die ganze Zeit schon da drin durch. Es ist schon sehr, sehr, die Schrift ist richtig schön, da hat man schon richtig Lust zu lesen. Also das finde ich jetzt gerade, muss ich jetzt nur mal betonen, finde ich richtig, richtig cool. Die Geschichte finde ich auch total interessant. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ihr könnt das mal gerne in den Kommentaren schreiben. Das dritte Diogenes Leseexemplarbuch ist von Charles Lewinsky, Der Stotterer. Der internationale Bestsellerautor Charles Lewinsky zieht alle Register, ein Buch über die Macht der Sprache, philosophisch und verspielt zugleich. Weil er Stotterer ist, vertraut er ganz auf die Macht des geschriebenen Wortes und setzt es rücksichtslos ein, zur Notwehr ebenso wie für seine Karriere. Ein Betrug, er nennt es eine schriftstellerische Unsorgfältigkeit, bringt ihn ins Gefängnis. Mit Briefen, Bekenntnissen und erfundenen Geschichten versucht er dort diejenigen Leute für sich zu gewinnen, die über sein Los bestimmen. Den Gefängnisfahrer, den Drogenboss und den Verleger. Sorry, dass ich das so halte und das vor eurer Nase lese. Ich halte das jetzt mal so. Das habe ich jetzt gerade spontan so gemacht. Es ist ein total interessant. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das so in der Geschichte umgesetzt wird. Und die Schrift finde ich super. Das ist wahrscheinlich so eine richtig coole. Es hat 409 Seiten, aber es ist auf jeden Fall cool. Also ich glaube, Diogenes ist ein Verlag, in dem es wirklich richtig geile. Das ist ein Verlag, wo richtig geile Romane entstehen. Also richtig geile Romane, die wirklich nicht mit dummen Romanen, Schulromanen verglichen wird, sondern es sind wirklich höhere Literatur. Und was ich richtig schön finde. Weil ich finde, manche Bücher müssen nicht auf der Welt sein, um veröffentlicht zu werden. Manche Romane müsste man am liebsten schon in den Müll schmeißen. Also ich habe einen Roman gelesen letztes Jahr und das fand ich so grauenvoll und so schlecht. Und ich war wirklich enttäuscht. Und diese Autorin hat dieses Jahr noch einen Roman geschrieben. Also sie hat nicht nur einen Roman geschrieben, sondern sie hat mehrere, dutzende Romane.
Und ich denke mir noch die ganze Zeit so, liebe Herr Autore, bist du sexbesessen? Möchtest du bitte in die Therapie gehen? Ich habe keinen Hate an die Person, auch keinen Hass oder Neid oder sonst was. Aber wenn man wirklich einen Roman schreibt, dann muss man wirklich in die Geschichte hineingezogen werden. Und es muss wirklich so, das soll wirklich eine Geschichte sein und nicht immer nur Sex, 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 Ficken, Ficken, sondern wirklich so, wow, mich überraschen. Und die Geschichte hat mich dermaßen enttäuscht, das hat mich nicht überrascht. Und es gab von ihr weitere Romane, wo ich gedacht habe, soll ich mir die kaufen, gucken, ob die mich auch überraschen oder mich wieder enttäuschen. Und da bin ich so ein bisschen traurig, dass in der heutigen Gesellschaft wirklich ein Stock im Arsch rausgezogen wird, der Stock aus dem Arsch rausgezogen wird und dann wird geguckt, ach, das ist eine kleine Idee, da machen wir daraus eine Geschichte und dann wird 90% daraus nur eine Bettgeschichte. Da kann man ja direkt ein Porno schreiben. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich da so ein bisschen begeistert von Diogenes Verlag, weil ich da glaube, der Verlag hat mehr Gehirn als die Autoren, die ich von dem Buch gelesen habe. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das soll jetzt kein Hate sein. Das Buchcover sieht dermaßen geil aus und der Klappentext, der Buchtitel klingt schon geil. Es ist von Verlag Fischer Verlag. Der Mann ohne Schatten von Joyce Carol Oates. Das sieht ja richtig geil aus. Ich finde, das Cover sieht geil aus. Ich kenne die Geschichte gar nicht, also nochmal zu erwähnen. Ich lese euch jetzt ein funkelnder Roman über eine unmögliche Beziehung zwischen einer Neurowissenschaftlerin und einem Mann, der sein Gedächtnis verloren hat. Die Idee ist ja schon richtig geil. Mehr verratet das Buch leider nicht. Ich kann jetzt hier nochmal kurz den Klappentext lesen. Ah, ich glaube, dieses Buch hat meine Mutter, also meine Mutter hat mir gestern Abend erwähnt, dass sie von dieser Autorin ein Buch gelesen hat und die Autorin schreibt richtig geile Romane. Also sie sagte, das ist wirklich eines der besten und einfallsreichen Autorinnen überhaupt, die so richtig geile Romane schreibt, also nicht so wie die Autorin, die ich gerade eben, ne? Sondern sie schreibt richtig geile Romane und ich bin mal überrascht, ich gehe davon aus, dass das so ein richtiger Roman ist. Aber die Schrift ist ja schon so dermaßen klein gehalten, dass ich da jetzt schon keinen Bock habe zu lesen. Das ist schon mal einmal die Sache. Das Buch hat ungefähr 378 Seiten. Das Buchcover sieht schon geil aus. Ich gucke noch einmal, ob man hinten noch irgendwas sieht. Das ist natürlich rot gehalten. Seht ihr, das Buchcover ist hinten rot gehalten. Also der Schutzumschlag sieht geil aus, sorry. Deutsch ist nicht meine einfache Sprache. Auf jeden Fall, ich kann euch jetzt nochmal den Klappentext vorlesen, aber wie ihr mich ja schon anscheinend schon kennt, ich lese nie den Klappentext und ich würde sowieso die Hälfte vergessen. Für ihn ist immer alles Gegenwart. 1965 lernt die junge Neurowissenschaftlerin Marco an der Universität von Dolphin Park den charismatischen Patienten Ellie kennen. Er leidet an Gedächtnisverlust und kann sich nur an Dinge erinnern, die nicht länger als 70 Sekunden zurückliegen. Coole Idee. Margot beginnt Ellies Erinnerungsvermögen mit einer Reihe von Tests zu untersuchen und kommt ihm im Laufe der Zeit erstaunlich nahe. Eine unmögliche Beziehung, denn er vergisst immer wieder, wer sie ist. Ich habe mal ein Buch zu diesem Thema gelesen mit dem Vergessen. Das war von Jay Watson, Ich darf nicht schlafen. Da vergisst hier auch die Protagonistin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, hatte immer einen Tag, konnte sie den ganzen Tag verfolgen, was abgeht. Und dann musste sie das alles dokumentieren, weil sie das am nächsten Tag schon wieder vergisst. Und das nach 10 Sekunden, das ist schon eine richtig geile Idee gemacht. Das Buch kommt, das sieht geil aus. Also das hätte mich, glaube ich, auch angezogen, auch wenn das Thema jetzt nicht so interessant ist. Vor allem in dem Jahre 1965. Das hat ja dann noch eine andere, spielt noch eine andere Geschichte dahinter. Also das ist das schon sehr interesting, sehr, sehr gut. Das letzte Buch, was ich bekommen habe und wo ich auch noch nicht ganz sicher bin, ist von Tristan Garcia Faber, Der Zerstörer. Ich glaube, dass es wieder mal so ein Roman ist. Wahrscheinlich ist das die höhere Literatur, Jugendliteraturroman. Das sind schon wieder hier stehen wieder irgendwelche Zettelchen.
überhaupt nicht neugierig wäre. Ich kann ja aber nicht lesen, das interessiert mich jetzt auch gar nicht. Und es geht um Faber, verschwand eines Tages so, wie er damals aufgetaucht war, plötzlich und geräuschlos. Mehr als 10 Jahre später erreichte seine beiden Jugendfreunde Madeleine und Basile einen Hilferuf und nicht nur in ihren Köpfen beginnt die ganze Geschichte von vorne. Ein fesselnder Roman, verstörend und faszinierend. Die Schrift ist schon mal richtig attraktiv, das ist nicht so langweilig gemacht, das finde ich gut. Also ich habe früher immer Probleme gehabt mit Buchcovern und mit Schriften, wenn die Schrift total klein gehalten ist, zieht mich das Buch natürlich automatisch nicht an und es ist auch nicht so attraktiv. Das finde ich schon mal richtig gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen durchgeblättert, das ist schon so gestalterisch, es ist so ein bisschen erinnert mich ein bisschen Jugendroman, aber ja. Aber es ist jetzt nicht komplett Jugendroman, aber das war eben gerade so ein bisschen Jugendroman. Ja, Buchcover, sehr realistisch gehalten. Ist jetzt nicht der farbenfrohe, bunte, pinke Knalle mit Cornflakes und hast nicht gesehen, also so wie im Vergleich mit den Jugendbüchern. Ist aber auch nicht schlecht. Muss man auch dann mal sagen, man muss ja nicht immer bunt haben. Wenn die Literatur stimmt, wenn das Geschriebene stimmt, wenn die Sprache stimmt, wenn das ein bisschen Spaß macht zu lesen, wenn die Schrift stimmt, wenn die Geschichte passend ist, ist es ja eigentlich besser als das Buchcover. Und ich glaube, wenn das Buchcover scheiße aussieht, kann es sein, dass die Geschichte geil ist. Genau. Soll ich euch nochmal hinten vorlesen? Der junge Faber war cool, schlau, ein bisschen gefährlich und ziemlich unnahbar. Das Idol der ganzen Schule und ihre erste große Liebe. Doch als Madeleine ihn in seiner armseligen Hütte in den Pyrenäen wiederfindet, erkennt sie ihn kaum wieder. Er ist verwahrlost und offenbar verrückt. Etwas größenwahnsinnig war er schon als Jugendlicher, ein verführerischer Rebell, mitunter buchstäblich besessen. Mit Basile bildeten sie damals ein unzertrennliches Trio, träumten von Gerechtigkeit und Glück und kämpften einen gefährlichen Kampf. Das alles ist lange her. Madeleine nimmt Faber also mit zurück an den Ort ihrer Jugend, wo sie noch immer lebt, versucht gemeinsam mit Basile ihn zu retten. Doch in Wahrheit geht es um Rache, bald schon um Leben und Tod. Was haben die drei einander angetan? Wow. Also ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen durchgeblättert, doch das ähnelt schon so ein bisschen jugendsprachlich, weil manchmal sind die Sätze so ein bisschen kurz gehalten. Was ich eigentlich auch gut finde, weil manchmal muss man mit der Geschichte auch nicht irgendwie so voll stoppen, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, boah, das ist so viel zu lesen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, die Geschichte kann auch wirklich mal kurz und knackig gehalten werden und so kurz geschrieben werden, so kurze Sätze, wenn die Personen und Protagonisten gesprochen werden, das ist schon ein bisschen erleichtert. Muss ja nicht immer sein, aber das darf auch so sein. Das ist auch so ein bisschen, dann macht es auch so ein bisschen attraktiver des Buches. Ja, ihr Lieben, das waren die Bücher, ich zeige sie euch jetzt nochmal, das waren die Bücher, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe. Das heißt offiziell, ich habe keine Bücher gekauft, die waren nicht auf meiner Wunschliste, vor allem das. Es sind auch keine Hype-Bücher, das sind sie nicht. Es sind wirklich Literaturbücher. Wirklich auch jetzt, was mich jetzt überrascht hat, interessante Themen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Und wir haben kein Geld aus dem Fenster geworfen. Die Bücher haben wir geschenkt bekommen von diesem Autor, der meine Mutter kennt und der 1000 Bücher rezensiert, so wie ich. Dafür aber auch Geld kassiert, aber wenig Geld dafür, dass er die Bücher liest. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, kurz und knackig, falls euch das Video gefallen hat und falls mehr von diesen Arten wie wir kaufen die Bücher ohne zu wissen, was für Bücher du bekommst, dann stimmt einfach ab, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt unter die Kommentare, ob euch diese Bücher auch interessieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und ich
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und dann, wir sehen uns bis bald. Ciao, ciao!